So, YouTube. Hallo, hallo. Willkommen zu Foundry zurück. Die Raumschiffe landen und starten hier fleißig und bringen das Baumaterial hin und her von den Stationen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da kommen sie an, füllen sich auf und fliegen dann weg. Dann sollten schon die ersten 1000 da sein, aber wir müssen unsere Forschungsstufe 4 bauen. Und ich würde sagen, wir brauchen Abstände, die wir einrechnen müssen. So. Also, wir brauchen wir haben einen Verteiler, der auf zwei Verteiler geht. Diese zwei Verteiler gehen wieder auf zwei Verteiler. Dann können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anschließen. So. Das heißt, auf der Tiefe Minimum. Da wir auch noch hoch und runter gehen wollen, würde ich sagen, bauen wir uns auf diese Höhe einfach, dann haben wir alle Sicherheiten, glaube ich, eingerechnet. So, zwei immer zwei Abstand und zwischen den anderen vieren. Oh, das reicht nicht. Oh, das reicht nicht. Vom Bauplatz her, okay. Ich glaube, so viele, ich habe bei den anderen auch nur sechs. Aber da hatten wir auch noch andere Verteilungssysteme. Dann machen wir das hier. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Das könnte klappen. So, und auf der Höhe kommen jetzt drei Dinge an. Oder? Oh, reicht das? Warte mal. Wir machen mal einen. Ich hätte mal erstmal einen bauen sollen. Ja, der. Shit, die müssen doch noch weiter nach hinten. Okay. Aber wir wissen ja jetzt, wo sie hin müssen. In welchen Abständen auch schon hilfreich. Okay, wie weit müssen wir nach hinten? Wenn wir hier hingehen. Nee, muss noch ein weiter zurück. Das heißt, hier hin. Genau, okay. Und ich habe keine Höhen mehr. Shit, und ich kann keine Höhen herstellen. Das ist ein Fehler im System, den ich nicht bedacht habe. Um den wir uns aber gleich kümmern werden. So. Das ist auch falsch. Weil was habe ich vergessen, ich Idiot? Ich habe gerade noch dran gedacht. Drei Sekunden vorher. Wir brauchen das Ding. So. Das passt jetzt. Das stimmt. So wollen wir das. Das ist immer noch falsch, stimmt, weil der Lader noch ran muss. Oh Mann! Oh ja, manchmal ist der Wurm drin. Jetzt passt das aber dann. Nach 80 Versuchen. Diese Kacklader vergesse ich jedes Mal. Wo er die manchmal platzieren möchte, nicht irgendwo da so. Warum? Wo will ich wohin? Da sicher nicht. Ich meine, der müsste doch prioritätsmäßig einfach an die Anschlüsse gehen. So rein programmiertechnisch. Aber nee, er ist einfach, also die haben einfach kein sinnvolles Platzierungssystem, nicht? Es ist einfach random halt. So ohne unterstützende Logik. Ist ein bisschen schade.
Okay, habe ich von denen genug? Gucken wir mal. Ich baue erstmal die paar, die wir brauchen und dann... So, auf der Höhe den nächsten. Egal. So kann ich wings ihn hoch. Zack. Und der nächste. Hierhin. Oder? Nee, ein weiter nach. Also dieser Bug, dass er irgendwas baut, nervt tierisch. Ist auch jetzt lange kein Patch mehr gekommen. Also gerade so eine Sachen hätte ich ja doch mal erwartet, dass die irgendwann gefixt werden zwischendurch. Weil die doch schon sehr nervig sind. Okay. So, dann auf der Höhe zwischen den Dingern. Das müsste die Höhe sein. Passt. Ich glaube, die reichen. Die reichen. Immer die reichen. Warte mal. Ich muss irgendwie hochkommen. Ich kann hier vielleicht rauf. Ja, aber... Nee, hier reicht's nicht. Und der verteilt sich auf die und dann müssen wir hier auf die Höhe. So. Reicht das, wenn wir darauf gehen? Jawohl. Okay. Den ganz einfachen. Machen wir einfach so. Du daran. Und du daran. Upsi, der Turm ist falsch. Wer hat den denn gebaut? Mann, Mann, Mann. Immer diese Anfänger. Okay, ran. 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 Der ist auch falsch. So, jetzt kann der weg. Okay. Das sieht doch schon mal nach was aus. Ach so. Ah, wartet. Nee, nee, das ist falsch. Aber nee, ist auch richtig. So, der kommt nicht dahin. Und der kommt hierhin. Und dann können die schon mal Leiterplatten kriegen. Strom kommt hier schon an. Dann könnte ich hier doch wahrscheinlich schon Level 4 auswählen. Sehr gut. Da müssten doch Leiterplatten. Natürlich sind die falsch rum. Och Mann, also das ist so dämlich von dem Spiel. Was will ich da wohl setzen? Und warum kann ich nicht einfach die Richtung ändern? Oh. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Hidden-Taste. Steuerung Alt F80, um das zu drehen. Es gibt immer so einen Kipppunkt beim Spiel, nicht? Am Anfang ist man, wow, neues Spiel, alles cool. Dann kommt so die Phase, man lernt die Tools, man kann sie bedienen. Und dann kommt die Phase so, boah, das könnte besser sein. Und wir sind ja hier schon in wie viel Stunden? 300 Stunden oder so? Das ist ja nicht mein erster Durchlauf. Und dann ist man
Wow, die sind auch falsch rum. Und dann ist man natürlich noch genervter irgendwann und sagt sich so, boah. Und vor allem, wenn dann nie was passiert, dann ist es natürlich noch gravierender. Okay, und das Gleiche machen wir mit allen. Da kommt noch nichts an, weil wir noch nichts eingekauft haben. Richtig. Na, ich will da. So. Oh, das nimmt er so nicht. Dann so. Haben wir auf jeden Fall alles vorgebaut, was uns gleich noch nerven könnte. Dann brauchen wir ja nur noch die Höhen anzuschließen. Oh, da habe ich zu weit gebaut. Okay. Aber alles in den Startlöchern, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen jetzt Platten, glaube ich. Das ist das Einzige, was fehlt. Und auch das hier. Oh, aber ich habe ja hier noch 15 jetzt gebaut. Wartet. Kann ich das hier wenigstens abschließen vielleicht? Ah, das habe ich aus Versehen mit abgerissen. Kann das sein? Platten. Wo sind Platten? Ganz hinten. Wir können ja mal kontrollieren, was die Raumstation macht. Vielleicht können wir schon Phase 2 in Auftrag geben. Bereits aktiv. 92%. Auf was wartet ihr? Wir haben noch 19.000 übrig. Habt ihr nicht genug Strom? Oder ist noch eins unterwegs? Nein. Ach so, die haben geliefert und jetzt ist bauen die das oder was? Aber warum baut mein Baufahrzeug das nicht? Auch merkwürdig. Wozu baue ich das Baufahrzeug, wenn die Raumstation sich selber bauen kann? Darauf trinke ich. So. Also auf jeden Fall 100 Wege mal nochmal. Lager haben wir nicht mehr so viele. Was brauchte ich? Die hier. Dann brauchen wir auch mal ein paar wieder von. Und von denen haben wir auch nicht mehr ganz so viele. Und dann fehlen uns, glaube ich, eher wieder die Stangen. Oha! Nachdem die schlimmsten Schäden behoben waren, ist es BB gelungen, weitere Daten retten. Das Ziel der Foundry-Initiative war es, diesen Mond in eine Produktionsstätte für Roboterprodukte zu verwandeln. Neben dem Management dieser Mission sollte die Station auch als Vertriebszentrum für die hergestellten Produkte dienen.
Gestellten Produkte dienen. Okay. Es gibt immer noch Kaufaufträge? Kann nicht sein? Wirklich? Dann lass uns doch versuchen, die Verkaufsplattform zu reparieren und so das ursprüngliche Ziel der Mission zu erreichen. Die Baudrohnen, die wir einsetzen, müssten einen guten Preis erzielen. So, Verkaufsplattform, Baudrohnenrampe oder Megawatt. Ich würde erstmal auf Strom gehen. Nicht genug Strom. Baudrohnenrampe. Bauvorhaben haben wir ihn schneller beendet. Das würde ich danach machen. Alles klar. Ah, das ist schon sehr angenehm jetzt. Ich fahre zwar trotzdem noch ständig runter, aber es ist sehr angenehm gerade. Hier, Höhen fehlen. Nee, falsch rum. Ah, ich hab's schon wieder gesehen. So. Hä, du sollst dich löschen. Danke. Wie die da hinten einfach aufsteigen. Noch 7. Schon wieder alle weg. Krass. Genau alle verbraucht, aber ein paar stehe ich noch her. Okay. Oh Mann, dieser Baumodus. Der ist einfach nur Hulle. Wie kommen wir da jetzt noch ran? So. Okay, bei denen. So. Erstmal gerade ziehen. So. 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 Und Randa. Perfekto. Und wir machen erstmal die eine Seite. Die hier hatten wir. Die hier hatten wir. Die hier hatten wir. Die hatten wir. Hier fehlt noch. Und dann drehen wir. Das daran. Das daran. Das daran. Das daran. Das daran, das daran. Das daran. Perfekt, perfekt. Okay, dann fehlt nur noch das Zeug, würde ich sagen. Dafür müssen wir erstmal die Raumstation reparieren und ansonsten können wir erstmal nicht viel tun, glaube ich. Und da müssen wir erstmal forschen. Und dann gucken, was die Aufgabe ist. Aber aktuell sehe ich eigentlich
alles als erledigt, oder? Wir können die Raumstation so als Ziel reparieren. Also, wisst ihr nicht, wo das Spiel jetzt noch Ziele dann hat für uns? Klar kann ich jetzt die Tech-Stufe einfach immer erhöhen. Aber wenn es da nicht für irgendwelche Gründe in der Story jetzt noch gibt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich dachte, das ist der andere. Verdammt. Genau, falsch umgesetzt. Super. Dann setze ich zweimal, weil ich doof setze. So, Lager. Wir haben ja ein paar gebaut. Und das muss dahin. Und dann vier Eingänge. Perfekt. Genau so. Und gerade so Glück gehabt, weil da hätten wir es eins versetzen müssen. Das heißt, Stufe 4 ist komplett vorbereitet. Output Foundation not found. Oh. Okay. Es ist nicht komplett vorbereitet. Weil das Ding dahin muss. Das ist ja bescheuert. Aber das ist kein Thema. Kriegen wir auch gebacken. So. Ändert sich ja nicht viel. Perfekt. So, jetzt ist es fertig. Jetzt müssen wir nur die Verkaufsstation bauen. Vorher kommen wir nicht über diese Tech-Stufe hinweg. Das ist ein bisschen, also finde ich cool, aber auch irgendwie nervig. Der hätte das Spiel vielleicht eher durchleiten können. Da sehe ich auf jeden Fall noch eine kleine Schwäche. Und Kommunikation öffnen. 58% von den Solarmodulen. Rumpfreparatur ist soweit durch. Das ist ja schon mal gut. Wir haben noch 21.000 schon auf Vorrat. Ja, was mir fehlt, ist echt so eine Übersicht. Wie viel ist hier in den Lagern drin? Was habe ich da hinten? Was habe ich dort? Wie viele Ressourcen sind noch unten im Boden? All solche Informationen. Und wenn man dafür was erfinden müsste, was man denn da ransetzt, nicht ein Modul, irgendwas, wäre das ja auch noch in Ordnung. Aber irgendwie, man hat das einfach nicht. Und das ist ein Problem, finde ich. Hm. Aber okay. Es ist, wie es ist. Vielleicht mit dem nächsten Update. Gucken wir mal, was sich da dann ergibt.
Keine aktive Forschung. Jetzt. Was sollen wir machen? 75. Ich muss jetzt warten, bis das hier fertig ist gerade. Weil wenn ich jetzt weggehe, dann verpasse ich das umzustellen. Gibt es dafür ein Interface? Helles Licht. Map. 1, 2, das sind die. F1 ist das. Nee. Gibt keine Shortcut-Taste dafür. Das heißt, wir müssen jetzt einfach kurz warten. Dum, dum. Wenn jetzt zum Beispiel mit dem Scanner dastehen würde, da ist noch so viel drin und sowas. Naja, gut. Gut, mehr Baudrohnen als nächstes, dann geht schneller. Wäre eigentlich gar nicht doof. Andererseits warte ich auf die Forschungspakete. Die braucht 10. 2000 Baumaterial. Die 3000 Baumaterial. 30 Minuten. 20 Minuten. Wenn ich hier 30 Minuten mache, zusätzlich 100. Wie viel haben wir denn aktuell? Baudrohnen 100. Das heißt, wir brauchen 30 Minuten, um dann 20, das in 10 zu machen, sind 40. Wenn wir das machen, 20 und das sind 50. Ja, also Baudrohne lohnt sich. Das sind 50 so rum. Und andersrum sind das 40. Und das dauert 30 Minuten. Also in der Folge wird das nichts mehr. Obwohl, ganz knapp. Okay. Aber das heißt, wir kriegen jetzt die Verkaufsplattform nicht hin. Können wir noch irgendwas vorbereiten? Wir könnten unser Jetpack machen. Das wäre doch was. Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt, was wir in dieser Wartezeit machen können. Finde ich zum Beispiel auch nicht ganz so gut. Es gibt halt jetzt einfach eine künstliche Wartezeit, in der ich nichts machen kann. Eigentlich schlecht designt. Weil ich kann ja nicht mehr Industrien bauen. Ich habe nichts. Klar könnte man jetzt irgendwas erweitern, optimieren. Aber so insgesamt hänge ich jetzt einfach fest gerade. Ist halt ein bisschen schade. Ich habe hier noch ein paar Bauressourcenreste. Die Leitern können noch mal weg. Ich sortiere mal kurz so ein bisschen. Oh, die habe ich gar nicht mehr. Okay. Das können wir weglegen. Nee, nicht das, das. Das ist hier Wassertank. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Komm, die Wassersachen legen wir auch erstmal weg, bis wir es brauchen. Lager und so ist okay. Strom ist okay. Das ist Baumaterial. Scanner. Ja, brauche ich den Scanner? Erstmal auch nicht mehr. Du bist auch Baumaterial. Du bist Baumaterial. Du bist Strom. Du bist Baumaterial. Du und du. Und ihr seid was zum Bauen. Okay.
Dann haben wir erstmal die Sachen da, die wir bauen könnten. Ah, hier ist noch der Beton. Ich glaube, ich habe den hier gerade reingeworfen. Hallo? Ich liebe es auch, wenn man hier zwischen ist und dann die Sachen wieder in die andere Kiste zurückgeworfen werden. Das haben ganz viele Spieler das Problem. Die scheinen dasselbe Asset zu benutzen im Hintergrund. Habe ich jetzt das von Bank genommen? Wow. Musst du denn hier laufen? Oh Mann. Und E ist auch noch doppelt belegt. Ich zerstöre die Scheiße jetzt. Kann ich dich runterkicken? Kannst du hier einfach bitte... vom Band kommen? Ich kann nicht mit dir sprechen, wenn du nicht vom Band kommst. Okay. Dann will er nicht mit uns sprechen. Vielleicht kommt er ja irgendwann nochmal runter. Warte, ich weiß, wie er runterkommt. Ist mir nicht zu doof zu warten. Flupp. Hallo, kann ich jetzt mit dir reden? So wenig Schmelzen im Inventar. Okay, er hat aber nichts für uns. Sehr gut. Dann rüber erstmal zu den Platten. Gibt's keinen Weg rüber, nicht? Ah, das könnte noch ein Thema sein. Ich meine, es gibt da hinten den Weg. Und warum ich den nicht genommen habe, weiß ich selber nicht. Du, 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 du. Okay, wir holen auf jeden Fall Platten. So. Dann holen wir nochmal Stahl. Und wir brauchen Maschinenteile. Ganz wichtig. Wir sind echt am Arsch der Welt. Das ist, glaube ich, jetzt auch mit die älteste Produktionsstätte nach den... Na, obwohl, die Platten haben wir nochmal umgebaut. Beton und das hier ist das älteste. Und der Strom hinten, okay. Sind auf jeden Fall auch positiv in der Herstellung, das ist gut. So, ich hoffe, das reicht. Förderband brauchen wir auf jeden Fall. Elektronische Komponenten, ja. Erweiterte Maschinenteile nehmen wir auch einmal mit. Oder zweimal. Ich weiß nicht, ob wir die für irgendwas brauchten. Das ist so die Frage von hier nach da. Hinten gibt's nichts. Da fehlt der Weg. Das wird teuer. Aber das ist echt weit. Aber dann haben wir da die Höhe, auf der wir auch zum Strom laufen können hier, würde ich sagen. Der Strom ist da hinten und dann gehen wir hier so und dann nach rechts. Dann müssen wir uns nicht immer unten rumschlagen. Wäre auf jeden Fall was. Da sind alle Platten schon im Weg, nicht?
Und hier fehlt vielleicht auch nochmal ein Weg nach da vorne dann. Irgendwann ist alles nur noch ein Weg. Hm. Und bald wir genug haben, breche ich das dann ab, oder? So viel Wege auf Vorrat will ich gar nicht mehr haben. Obwohl, hinten zum... Ah, komm, ist egal. Soll er bauen. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Wir müssen eh warten, bis das Ding da fertig wird. Oh ja, sie sieht auf jeden Fall besser aus. Sie ist nicht mehr zerbrochen, glaube ich. Das ist gut. Hier ist ja schon mal ein Anfang. Ah, da schwebt noch ein bisschen was. Ist das sicher die Verkaufsstation? Das sind die Solarpanel, die haben wir repariert. Alles klar. Oh, haben wir genug? Jawohl. Okay. Stahlrohre brauchen wir nicht. Die haben wir noch vorne liegen. Stahl will ich einmal mitnehmen. So. Dass wir so 400 Stahl dabei haben. Ja, der Weg ist auf jeden Fall zu lang, da muss nochmal rüber gehen. Am besten immer auf den Höhen von den Dingern, so ein bisschen, immer daneben oder so. Dahin weiß ich nicht, ob wir da irgendwie rankommen schon. Ich glaube nämlich ja. Oh, ich sehe nur nicht, wo genau. Ich glaube daneben. Ja, ich glaube genau, warte mal. Wenn es falsch war, müssen wir alles nochmal abreißen. Und, Mann. Eins, zwei. So, hier. Weil da sind ja drei Dinger da vorne. Ich glaube, wir laufen parallel zu den dreien. Jetzt hoffe ich, ich habe das nicht... Ah, shit. Da sind vier sogar. Ich glaube, der Weg ist links doch. Ja. Wir gucken erstmal. Ich glaube, der ist sogar noch eins weiter links. Und das reicht nicht mal. Krass. Okay, ich dachte, ich habe den parallel zu den dreien gemacht, aber habe ich dann nicht. Okay, warum auch immer ich das nicht gemacht habe. Keine Ahnung, was uns da geritten hat. So, da haben wir doch genug Laufwege. Dann holen wir jetzt uns nochmal Platten.
Aber wir gucken vorher hier, nicht, dass wir da eine halbe Stunde oder so verlieren. Vielleicht sind die auch schneller fertig. 34% erst. Ah, die müssen bauen und liefern, nicht? Liefern und dann erstmal eine halbe Stunde bauen. Oh. Okay. Das ist natürlich... Es ist, wie es ist, nicht wahr? Können wir auch nicht ändern. So, ich hoffe, das reicht von den Platten. Ich nehme ja noch eine Platte mehr mit. Und jetzt wollen wir über den Weg, glaube ich, ja. Achso, Tab. Ich habe schon wieder keine Geländer. Krass. Baumaterial wird noch produziert. Ah, wie gut das funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mit wesentlich mehr Problemen gerechnet. Oh, hier wäre auch cool, nach da hinten zu kommen. Da gibt es nämlich keinen Weg hin. Aber dann muss ich nicht bis vorne. Wir haben keine seitliche Dings hier. Der ist zu weit, oder? Wenn ich von dem abgehe, das wäre zu weit. Ja, der würde genau über den Dingern ankommen. Das ist blöd. Aber hier wäre gut. Dann können wir uns an den da nämlich mit anschließen. Ja. Da sehe ich uns. Das sollte passen. 94 Dinger. Oh, das dauert immer. Na, komm schon. Dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, beim nächsten Mal wesentlich mehr Ruhe. Das müssen wir auch nochmal ändern, oder? Sodass wir da nach vorne können. Er war halt erstmal anders geplant. Ich hoffe, wir kommen da seitlich runter, sonst müssen wir mal gucken, wie wir das veranstalten. Kommen wir da ran? Ja, ja. Ey, es geht ja perfekt. Okay, warum habe ich das anders gebaut? Weiß ich selbst nicht. Hä? Easy. Das war jetzt gut. Da haben wir jetzt hier auch noch einen Laufweg. Geil. Dann brauchen wir den hier noch. Und das Ding, warum ist das schon wieder höher? Oder bist du gleich hoch? Du bist doch gleich hoch. Okay. Wir kommen da unten nicht ran. Nur mit dem Einzelabriss kommt man irgendwie weiter. Oh. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt runter müssen. Jetzt, wo wir die anderen Wege haben, das war ja vorhin nur, weil wir den Weg nach da hinten nicht hatten. Jetzt haben wir ja einen Weg nach da hinten, dann muss ich hier nicht mehr rüberrennen. Aber von daher... Echt, alle weg? 400 Wege? Oh Mann. Gut, ich brauche doppelt breit, nicht? Aber dann haben wir auch endlich einen Anschluss an diese Dinger hier. Ey, das ist ja... Also, als ob ich das geplant hätte. Das ist wirklich Zufall gerade, dass das überall klappt. Mit den Ab- und Aufgängen.
stark. Da wollen wir auch ran. Und das müssen wir uns dann auch rausholen, das Zeug. Ja, da drüben, ich weiß nicht, wie wir hier runterkommen, ob wir hier rauf müssen. Ja, hier hinten muss ich eigentlich nicht wirklich mehr hin, nicht? Die Sachen laufen einfach alle. So, von dem brauche ich auf jeden Fall viel, weiß ich. Und Stangen brauchen wir hier hinten. Das wäre das Einzige. Ich meine, ich komme hier da runter und auch wieder rauf. Ob ich hier hinten jetzt rauf oder runter muss, wird sich zeigen. Ja gut, hier wäre jetzt gut wegen den Stangen. Brauchen wir das? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. Ich nehme einmal mit. Wird schon näher werden, im Zweifel. Stangen. Kommen auf jeden Fall genug zusammen, das ist gut. Da filmen wir mit die Seite. So. Und ja, jetzt bräuchten wir hier einen Aufgang. Wie passt das nun nicht mit den Höhen und Seiten so gut? Wir müssten ja hier immer rankommen wollen. Also was man hier machen könnte, wäre das so irgendwie. Aber dann sind wir so dicht da dran. Aber komm. Ich meine, wie oft müssen wir hier hinten noch hoch? Wir brauchen ja nur die Stangen, wenn wir hier hinlaufen. Dann können wir es auch so machen. Dann haben wir hinten Auf- und Abgang, auch gut. Polymerplatten brauchen wir nicht. Da gibt es einen Abgang runter. Eventuell hier rüber, nicht? Immer an den Rohren so ein bisschen orientieren. Da hinten läuft auch alles. Der gesprengte Berg ist auch noch da. Und ich würde sagen, der Turm baut. Wir gucken gleich nochmal. Ich überziehe gerade die Folge ein bisschen, aber das sind wichtige Sachen, die wir hier machen. Oh, einmal brauchen wir das Zeug, denn ich will ein paar Förderbänder vorbauen. Und dann bin ich mal gespannt. Jetzt sieht man die Station nicht, weil wolkig ist. Bist du fertig? 62% erst. Okay, ich würde sagen, ich baue ein paar Materialien vor und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.